Kennst du eigentlich das Sprichwort, die Ruhe vorm Sturm? Ich würde Folgendes sagen, du bist die Ruhe und der Sturm war heute voll auf deiner Seite. Gesamtsieger, der Masters, cool. Alter Schwede. Ja, du hast vorhin keine Grüße abgelassen, deswegen würde ich dir jetzt nochmal die Zeit gönnen. Möchtest du jemanden grüßen? Möchtest du jemanden danken? Klar, als allererstes muss ich meinem Sohn danken, der schon sehr viel Entbehrungen mitmachen muss. Erstens bin ich beruflich sehr viel unterwegs und dann noch im Training. Und er muss dann schon viel zurückstecken. Wie alt ist er? Der wird im Dezember 6. 6 Jahre jung, kleiner Mann, Top-Leistung. Ich musste dem Pokal was Wichtiges sagen. Die Besonderheit an dem Pokal für mich ist, er hat gesagt, Papa, bring den Pokal mit nach Hause. Und ich habe gesagt, ich bringe einen mit. Und als ich jetzt die Klasse gewonnen habe, also bis 80 Kilo, habe ich erstmal keinen Pokal, weil mit der Klasse nicht gerechnet wurde, also war für uns kein Pokal da. Und dann sagte ich zu meiner Frau, unser Sohn wird es nicht verstehen, wenn ich jetzt ohne Pokal mit nach Hause komme. Und ich muss Gesamtsieger werden. Und jetzt bin ich Gesamtsieger und jetzt bringe ich ihm meinen Pokal mit. Sehr geil, sehr geil. Wie heißt dein Sohn? Louis, du hast einen super, super starken Papa, aber ich glaube, Louis galt nicht der einzige Dank, oder? Natürlich nicht. Meiner Frau auf jeden Fall, die auch meine Laune ertragen muss in der Diätphase, wo ich manchmal ein bisschen dünnhäutig bin und dann auf Fragen oder auf gewisse Situationen anders reagieren würde, wie wenn ich vollgepumpt wäre mit Kohlenhydraten. Und ganz wichtig, bitte, komm mal her, mein Lieber. Hier. Genau, den Star in die Mitte. Meinem Coach Alex, der mich vom Bodybuilding her dahin gebracht hat. Er hat gesagt, als du kamst, da konntest du gar nichts, du konntest deinen Muskel nicht rausbringen, nichts. Er stand da mit Händen von Augen, dachte, wie wird das was? Und jetzt, ein Jahr später? Ja, brutal. Alex, was soll denn das? Sag mal, was soll denn das? Ja, also letztes Jahr waren wir ja in Duisburg, da hat er noch Classic gestartet, Masters Classic. Und hat gewonnen. Dann sind wir Männerklasse Deutsche, da ist er in der 70-Kilo-Klasse gestartet. Da ist er Zweiter geworden. Und Dritter. Und dieses Jahr haben wir in der 80er-Klasse gerade noch reingeschafft. Der Junge hat 10 Kilo aufgebaut. Das ist echt brutal. Der Blick von Patrick. Genetisches Wunder. Es ist phänomenal. Ja, das Posing war eine Katastrophe. Also ich habe gesagt, Junge, wenn ich dich schaffe, schaffe ich alles. Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft, Patrick. Das ist dein Tag heute. Viel, viel Erfolg weiterhin. Glückwunsch. Vielen Dank. Bitteschön.